Ja, auch von mir, moin moin und guten Abend. Ich werde heute ein bisschen was über V2X-Kommunikation erzählen, weil auch das ist ein wesentlicher Bestandteil, auch wie Daniel das eben in seinem Vortrag erwähnt hat, Kommunikation fürs autonome Fahren. Und da ist V2X ein wesentlicher Bestandteil. Bevor wir in die Thematik einsteigen, kurz ein paar Worte zu Considerit und zu mir. Die Considerit ist breit aufgestellt von IT-Dienstleistungen, die wir machen, über Funding-Akquise bis hin zur eigenen Systeminnovation, dem Bereich, den ich als Head of System Innovation hier leite, wo wir eigene Projekte umsetzen und unter anderem die V2X-Technologie dort einsetzen. Ich werde heute ein bisschen was Allgemeines erstmal über V2X erzählen, dann ein bisschen spezifischer auf die Dedicated Short-Range-Kommunikation eingehen. Das ist der Standard und die Technologie, die auch VW aktuell serienmäßig im Golf 8, ID3, ID4 und Co. einsetzt, was man hier auch rechts auf den Bildern sieht. Dann ein bisschen was über den ITS G5-Standard erzählen, der diese ganze Kommunikation zwischen den Fahrzeugen standardisiert. Und zum Schluss ein bisschen auf die Use Cases eingehen, was man eigentlich alles mit dieser Kommunikation machen kann und wie wir das auch hier in Hamburg einsetzen und da ein paar Projekte vorstellen. Kurz erstmal über V2X allgemein. V2X bedeutet Vehicle to Anything Communication. Einige kennen vielleicht auch den Begriff Car2X, ist eigentlich dasselbe. Darunter versteht man aktuell drei Technologien. Wir haben zum einen die DSRC, Dedicated Short Range Communication, die auf einem WLAN-Standard basiert. Da werde ich gleich noch ein bisschen was im Detail erzählen. Wir haben hier in der Mitte die Cellular V2X Kommunikation, die quasi auf Mobilfunk basiert und im LTE und 5G-Netz auch direkt der Kommunikation ermöglicht. Und wir haben eine Cloud-basierte V2X Kommunikation. Das machen einige Hersteller aktuell, wie Daimler, BMW, die Daten ihrer Fahrzeuge quasi in ihre eigene Cloud schicken lassen über Mobilfunkkommunikation und dann dort diese Informationen verarbeiten und anderen Fahrzeugen ihrer Marke zur Verfügung stellen. Ein kurzer Einblick erstmal oder Einstieg in die Dedicated Short Range Communication. Wie ich eben schon sagte, das ist WLAN-basierte Kommunikation. Ist auch als 802.11p oder WLAN-P bekannt. Das Besondere hierbei ist aber, dass wir hier nicht wie bei unserem herkömmlichen WLAN, dem WLAN A, C, N, G, was wir zu Hause in Smartphones und Laptops haben, einen Router benötigen für eine Kommunikation, sondern die Fahrzeuge können alle direkt miteinander kommunizieren und bauen quasi so eine Art Ad-Hoc-Netzwerk auf. Das ist sehr wichtig, da man innerhalb dieser Kommunikation oder speziell für die Automotive-Anwendung eine minimale Latenz benötigt, damit diese Daten auch in Echtzeit übertragen werden können. Denn wenn wir uns vorstellen und in Richtung autonomes Fahren und in die Zukunft gucken und wir haben zwei autonom fahrende Fahrzeuge, die auf der Autobahn mit einer hohen Geschwindigkeit ganz eng aneinander fahren und der erste bremst, dann muss diese Information in Echtzeit an den dahinter überreicht werden, damit er darauf reagieren kann. Und dafür eignet sich genau diese Kommunikation, weil sie halt auf diese Echtzeit, auf diese minimale Latenz hin optimiert ist. Ein weiteres Feature ist die Kommunikationsreichweite. Wir kennen ja unser normales WLAN, was so um die 40 Meter gerade mal in den Garten geht. Hier haben wir mehrere hundert Meter bis hin zu Kilometern. Wir haben einige Tests gemacht, da sind wir von 400 Metern bis hin zu 4-5 Kilometern gekommen. Das hängt natürlich von der Antennenkonfiguration, aber auch von der Topologie. Ist man gerade in der Stadt, hat man viele Reflexionen, ist man auf dem Freifeld, auf der Autobahn und keine. Dann ist es halt so, dass man auch schnell miteinander kommunizieren möchte und auch bei hohen Geschwindigkeiten. Wenn wir uns vorstellen, wir haben zwei Fahrzeuge, die auch auf der Autobahn fahren, aber in entgegengesetzte Richtung und diese beiden Fahrzeuge wollen Daten miteinander austauschen und fahren mit 120 km/h, dann haben wir dazwischen eine Differenz von 240 und bei der Geschwindigkeit sollen noch Daten ausgetauscht werden. Auch dafür ist die WLAN-P-Technologie entwickelt und optimiert worden. Und da
um diese Technologie herum wurde dann der ETC/ITS G5-Standard geschaffen, der dann definiert, wie diese Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Da gibt es dann spezielle Nachrichtenformate, spezielle Nachrichten, die die Fahrzeuge aussenden. Da werde ich gleich nochmal drauf zukommen. Und es gibt auch das sogenannte Geo-Networking, sprich man kann Nachrichten nicht nur an ein anderes Fahrzeug oder auch Broadcast an alle Fahrzeuge senden, sondern man kann auch Nachrichten an Positionen senden und an Positionen halten. Ein Use Case wäre da zum Beispiel, ein Fahrzeug erkennt über seine Sensorik, dass an einer Stelle Glatteis ist und sendet eine Warnmeldung aus und sagt, hier an dieser Position befindet sich Glatteis. Dieses Fahrzeug fährt selber weiter, jedoch die Nachricht wird von allen empfangenen Fahrzeugen in der Umgebung aufgenommen und immer wieder weitergesendet, bis sie abläuft oder bis ein anderes Fahrzeug kommt und sagt, hier, das Glatteis ist nicht mehr da, ich kann die Nachricht widerrufen und dann wird sie halt nicht mehr weitergesendet. Damit das Ganze auch noch abgesichert ist, gibt es gewisse Security- und Privacy-Aspekte, die ja beachtet werden müssen. Es ist nämlich so, dass nicht jeder einfach sich so eine Hardware kaufen kann und einfach loskommunizieren, weil die ganze Kommunikation ist über Zertifikate abgesichert und auch nur zertifizierte Hersteller können eine solche Hardware zertifizieren lassen und die mit Zertifikaten versorgen, die dann an einer höheren Instanz angemeldet sind und ihre Nachrichten quasi dann mit diesen Zertifikaten signieren. So kann jedes Fahrzeug oder jede Infrastruktur, jeder Empfänger eine Nachricht, die er bekommt, überprüfen und die Signatur und das Zertifikat auf Gültigkeit und kann damit dann selber für sich entscheiden, ob er der empfangenen Nachricht und dem Absender vertraut oder nicht. Zusätzlich ist es so, dass man innerhalb dieser Zertifikate auch die Berechtigung regelt, denn es gibt Fahrzeuge, wie zum Beispiel jetzt hier auf dem Bild der Rettungswagen, der gewisse Nachrichten oder auch Inhalte der Nachrichten senden darf und sagen darf, hier, ich bin ein Krankenwagen, ich habe gerade Blaulicht an, was andere Fahrzeuge nicht dürfen. Auch das ist innerhalb der Zertifikate dann geregelt und kann von den Empfängern überprüft werden, ob derjenige das überhaupt ausfüllen darf, diese Felder der Nachricht und das auch behaupten darf. Und dann ist es auch noch so, dass es gewisse Privacy-Geschichten gibt. So wechseln alle Fahrzeuge regelmäßigen Abständen ihre Identität und auch ihre Zertifikate, damit man sie halt nicht tracken kann und sich irgendjemand hinstellen kann und sehen kann, oh, da kommt der Leo jeden Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug und sendet seine Nachrichten und ich sehe ihn da langfahren. Und das ist innerhalb des ETC-Standards so standardisiert. Hier ein kleiner Überblick über ein paar Nachrichten, die in dem Standard festgehalten sind, die die Fahrzeuge aussenden oder die Infrastruktur aussenden und empfangen können. Hier oben haben wir die sogenannte DENM, die Decentralized Environment Notification Message. Das ist quasi die Warnmeldung, die ich eben auch schon ein bisschen erklärt habe, wo man dann Glatteis, Unfall, Staumeldung mit aussendet. Wir haben die Cooperative Awareness Message, die CAM. Das ist eine Nachricht, die jedes Fahrzeug aussenden muss und die auch in unterschiedlicher Frequenz je nach Geschwindigkeit aussendet und damit sagt, hier, ich bin ein Fahrzeug, bin auf dieser Position, fahre in die Richtung mit der Geschwindigkeit und alle anderen Fahrzeuge in der Nähe empfangen die Nachricht und können dann für sich berechnen, ob es dort zu einer Kollision kommt oder ob das ein Krankenwagen ist, der da gerade kommt von der Seite, den ich noch gar nicht sehe oder mit meiner Sensorik als autonom fahrendes Fahrzeug noch gar nicht empfangen habe, aber über die V2X-Nachricht schon empfange und sehe, dass er da kommt. Dann gibt es die Spatem und Mapem Nachrichten. Das sind vor allem Nachrichten, die die Infrastruktur aussendet. Die Spatem, die Signal Phase and Timing Message, sagt etwas über den Signalzustand und die das Timing einer Kreuzung oder der Signalgeber aus. Und die Mapem gibt quasi die Topologie. Wie sieht diese Kreuzung aus? Wie viele Spuren hat sie? Wie viele Arme? Gibt es einen Rechtsabbieger, Linksabbieger und so weiter? Es gibt noch die Infrastructure to Vehicle Message, die IVI, die dann sowas wie Verkehrsschilder, Baustelleninformationen aussenden kann. Weitere Nachrichten, SRM, SSEM, Signal Request und Signal Status Messages. Damit kann zum Beispiel der ÖPNV an einer Infrastruktur Priorisierung anfordern und kriegt dann über die Signal Status Message da quasi auch seine Antwort.
Und eine weitere Message ist die Corporative Perception Message, wo dann auch die Infrastruktur mithilfe von Sensorik schwache Verkehrsteilnehmer und Co. detektieren kann und mithilfe dieser Nachricht den Fahrzeugen sagen kann, hier an der Stelle befindet sich gerade jemand, Vorsicht beim Abbiegen. Hier mal ein kleiner Einblick in so eine Corporative Awareness Message, wie die eigentlich aufgebaut ist, wie die aussieht. Wir haben immer für alle Nachrichten einen sogenannten ITS-Header. Dort sind dann so Sachen wie Protokollversion, Message-ID. Anhand dieser ID kann jede Nachricht eindeutig identifiziert werden, welcher Nachrichtentyp es ist. Und eine Station-ID, die halt für jede ausgesendete Station eindeutig ist, aber mit der Zeit immer durchrotiert wird. Und danach kommt die eigentliche Nachricht, jetzt in dem Fall hier die CAM, und die wiederum ist aufgeteilt in unterschiedliche Container. Wir haben einen sogenannten Basic-Container jetzt hier, wo dann die eigene Position, Höhe, der Station-Type, bin ich ein Fahrzeug, ein LKW, ein Bus mit drin ist. Wir haben einen sogenannten High-Frequency-Container, der dann angibt, fahre ich in welche Richtung fahre ich, mit welcher Geschwindigkeit, wie lang bin ich, wie beschleunige ich. Es gibt einen Low-Frequency-Container, wo dann Daten drinstehen, die sich halt nicht so häufig ändern. Über die Rolle des Fahrzeugs bin ich, oder über die Beleuchtung, ist der Blinker gerade eingeschaltet, Lichthupe und eine Path-History, wo bin ich in den letzten Sekunden gerade langgefahren. Das kann auch hilfreich sein, um die weitere Trajektorie dann zu berechnen. Das so als kleiner Einblick in die V2X-Kommunikation und in den ETSI-Standard. Jetzt hier mal ein bisschen was zu Use Cases. Jetzt haben wir Siri, zu den Use Cases, was man damit machen kann. Ein sehr bekannter Use Case und sehr interessant für die Stadt ist das sogenannte GLOSA, das Greenlight Optimate Speed Advice. Das sieht man hier unten, wo ein Fahrzeug mit der Infrastruktur kommuniziert, von der Infrastruktur über diese SPATM und MAPM-Nachrichten gesagt bekommt, wie der aktuelle Signalzustand ist, wie die Topologie ist und wie lange dieser Signalzustand noch da ist. Also wie lange ist es grün oder rot. Aus diesen Informationen kann das Fahrzeug dann berechnen, welche ist die nächste Kreuzung, auf welcher Spur fahre ich gerade, welcher Signalgeber ist für mich relevant und kann berechnen, wie schnell muss ich eigentlich fahren, damit ich noch über grün drüber komme oder bei der nächsten grünen Welle an der Kreuzung bin. Dann ein weiterer Use Case, das Platooning, ist vor allem auf der Autobahn sehr interessant, sieht man hier oben, Platooning von LKW, sprich das Zusammenschalten von LKWs zu einem großen Zug mit einem sehr geringem Abstand zueinander, um so dann Treibstoff einzusparen und den Windschatten des Vorausfahrenden zu nutzen. Auch hier müssen die Fahrzeuge in Echtzeit kommunizieren, damit der nachfolgende LKW weiß, wie stark und wann hat er vor mir gebremst. Weitere Use Cases, VAU Warning und Collision Warning, sprich Warnung vor schwachen Verkehrsteilnehmern oder Kollisionswarnung, sieht man jetzt hier auf dem Bild, wo das Fahrzeug in dem Beispiel jetzt hier direkt von dem Fahrradfahrer eine Nachricht bekommt. Hier, bin Fahrrad, fahre in die Richtung und kann dann berechnen, dass es da zu einer Kollision kommen kann und den Fahrer warnen. Es gibt auch Anwendungen, wo die Infrastruktur mit Sensorik ausgestattet ist, den Fahrradfahrer oder den schwachen Verkehrsteilnehmer erkennt und für den dann stellvertretend Nachrichten aussendet und die Fahrzeuge warnt. Es gibt auch weitere Use Cases wie die Baustellenwarnung, die ich eben erwähnt habe, wo dann die Infrastruktur, die Verkehrsschilder oder auch andere Fahrzeuge, die diese Baustelle mit Hilfe von Sensorik erkannt haben, das melden und dann mal frühzeitig eine Information bekommt. Oder das Blind Intersection Movement, sprich man sieht noch gar nicht um die Ecke, dass da jemand kommt, bekommt aber über die V2X-Kommunikation schon mit, dass da gerade jetzt in dem Beispiel ein Krankenwagen von rechts mit hoher Geschwindigkeit kommt und kann darauf reagieren, bevor man ihn sieht. Das sind einige Beispiele, wofür man die V2X-Kommunikation in Zukunft einsetzen kann. Wie ich eben schon sagte, Volkswagen baut das mittlerweile serienmäßig in seine Fahrzeuge ein und da werden in Zukunft hoffentlich auch weitere Hersteller folgen. Jetzt würde ich gerne mal einen kleinen Einblick geben, was in Hamburg so vor sich geht mithilfe von V2X-Kommunikation und einige Projekte und Test und vor allem das Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren vorstellen. Man sieht es hier auf der rechten Seite. Das ist ein Testfeld, wo ungefähr 40 Kreuzungen innerhalb von Hamburg
mit der V2X-Kommunikation ausgestattet sind. Sprich, all diese Ampeln, die man jetzt hier sieht, senden diese SPED- und MAPM-Informationen aus und als Nutzer der TAF kann man diese Nachrichten empfangen und bei sich verarbeiten. Ich werde das gleich nachher nochmal bei unserer Systeme zeigen, wie das dann aussieht. Hier noch ein kleines Beispiel einer sogenannten MAPM, wie das dann aussieht, jetzt hier oben bei den Messehallen in Hamburg, wo dann die Kreuzung quasi diese Nachricht aussendet. Die kann man auch visuell darstellen, so wie wir es hier gemacht haben. Und dann sieht man, wie die Spuren dieser Kreuzung sind und auch wie die Signale der Signalgeber zu dem Zeitpunkt waren. Ein anderes Projekt, das BD-Move-Projekt, bidirektionale multimodale Vernetzung, wo die Hamburger Verkehrslagen, die Hochbahn, das Landesamt, die Stadt Hamburg beteiligt sind, wo die Infrastruktur mithilfe von Infrarotkameras schwache Verkehrsteilnehmer erkennt und diese Informationen dann an die Busse der Hochbahn, die auch mit dieser Technologie ausgestattet sind, sendet und die dann beim Rechtsabbiegen warnt. Zusätzlich kann auch der Bus mit der Infrastruktur kommunizieren und Anfragen, hier, ich bin ein Bus, bin 10 Minuten verspätet, voll beladen, liebe Kreuzung, mach mal länger grün, dass ich noch über die Kreuzung kam. Ein weiteres Projekt, das sogenannte Green for Transport Projekt im Hamburger Hafen, wo Siemens, Scania, Hamburg Port Authority, NXP beteiligt sind. Da wurde die Katwijkbrücke mit V2X Kommunikation ausgestattet, beziehungsweise die Kreuzung davor und auch LKWs, die dann mit der Kreuzung kommunizieren können. Die Kreuzung erkennt, dass da jetzt gerade ein Pulk von LKWs, 5, 6 LKWs gerade kommen und priorisiert diese, lässt länger grün, sodass sie schneller über die Brücke rüberkommen. Denn wenn die Brücke erstmal oben ist, dann stehen sie da ja auch 20, 30 Minuten. Ein weiteres Projekt, was auch V2X-Technologie nutzt, ist das HEAT-Projekt mit dem autonomen Shuttle innerhalb der HafenCity. Auch hier ist die Infrastruktur mit V2X-Technologie ausgestattet, sendet Informationen über die Signalgeber. Zusätzlich wurde auf dieser Strecke weitere Sensorik zum Erkennen der schwachen Verkehrsteilnehmer, sprich der Fußgänger, Fahrradfahrer und Co. Aufgebaut. Und auch diese Informationen werden über V2X an das Shuttle, an das autonom fahrende Shuttle gesendet und warnen dieses bei seinen Fahrten. Ein weiteres Projekt, was wir als Considered intern aktuell treiben und entwickeln, nennt sich Aftermarket V2X, wo wir ein System jetzt entwickeln, was auch in den Nachschussbereich kommen kann und was wir auch in die Richtung pushen wollen, um auch Bestandsfahrzeuge mit dieser Technologie auszustatten. Wenn ich hier jetzt von V2X rede, meine ich alle Technologien, die ich am Anfang erklärt habe, von der Dedicated Short Range Communication über Cellular V2X bis hin zu Cloud-basierten Diensten und das dann direkt in die Infotainment-Systeme der aktuellen Fahrzeuge zu bringen, sodass man sich nicht gleich einen neuen Golf 8, ID3, ID4 kaufen muss, sondern auch sein jetziges Fahrzeug mit V2X-Kommunikation ausstatten kann. Hier mal ein kleines Beispiel, wie das dann aussehen kann, dass man hier oben so eine Art Glosa-Anwendung auch auf seinem Infotainment-System sieht, wie der aktuelle Signalzustand der Ampeln ist und wie schnell muss ich eigentlich fahren, wenn ich links abbiegen will oder rechts abbiegen will. Alternativ kann man auch den Countdown anzeigen, wie lange es noch grün ist als Information. Oder auch für die Spuren innerhalb der Stadt, wie gerade die Signalzustände sind. Jetzt in dem Fall hier, der Rechtsabbieger hat grün, der Linksabbieger hat rot und kann sich schon im Vorwege dran orientieren, wo ich eigentlich lang muss. Oder Warnmeldungen bekommen und vor Kollisionen, vor schwachen Verkehrsteilnehmern, vor Gefahrenstellungen gewarnt zu werden. Das Ganze entwickeln wir jetzt auch weiter und sind gerade dabei, das auch in die Flottenfahrzeuge einer Flotte innerhalb von Deutschland auszubreiten und das ganze System da auch auszurollen. Und all diese Projekte, die ich gerade so vorgestellt habe, findet man dieses Jahr auf dem ITS-Weltkongress in Hamburg. Und auch da sind wir als Consider It aktiv und entwickeln aktuell die sogenannten Demo-Touren, wo genau diese Projekte mit V2X-Kommunikation und Co. vorgestellt werden. Und damit wäre ich auch am Ende meiner Präsentation. Vielen Dank. Hat euch das Video gefallen? Konntet ihr was Neues dazulernen?
Dann schaut doch gerne auch unsere anderen Videos an und lasst euch unserem YouTube-Kanal ein Abo da. Außerdem gibt es weiteren interessanten Content auf LinkedIn und Instagram, welche in der Beschreibung verlinkt sind. Bis dahin, euer Leon.